Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Wir sind immer noch im wunderschönen Trutzbucht, nachdem wir das letzte Mal aus Versehen in irgendein Haus hier reinstolziert sind, genau in das da nämlich, und ja, dort einen Räuberüberfall verhindert haben, beziehungsweise die Planung eines Überfalls. Wir haben ein Räuberversteck gefunden. So, aber bevor es weitergeht, ein kleines Wort. Wir sind nämlich schon auf Version 1.05 angelangt. Also was die Patches angeht zu Pillars of Eternity. Und ja, es haben sich ein paar Sachen getan. Unter anderem können wir jetzt Hagrim editieren. Wir könnten sein Porträt ändern, wenn uns das nicht mehr gefällt und so. Also solche Sachen, wie man aus Baldur's Gate und so kennt. Aber es wurden auch sehr viele Balancing-Sachen und so gemacht. Das Einzige, was natürlich nicht angepasst wurde, war mal wieder die Lokalisierung. Was aber verständlich ist. Ja. Natürlich wurden noch mehr Sachen, glaube ich, angepasst. Aber ich gucke die jetzt nicht alle durch, die angepasst wurden. Ja, du kannst den mal da reintun. Keine Ahnung, warum du den im Inventar hattest. So, Rikas, Zaubermacher, Wälzer, Mehrwald-Zauberbuch. Ja, die ganzen Zauberbücher muss ich mir bei Gelegenheit mal durchgucken und die ganzen Zauber daraus lernen. Aber so viel erstmal später. Und ich kann hier... Oh, sie haben sogar Inventarsortieren hinzugefügt. Kann ich Sachen ein- und ausblenden, das ist auch neu. Jo. Und hier kann ich, ja genau, das ist auch neu. Sell Value Enchantments Item Type. Kann ich zum Beispiel sortieren lassen. Fernkampfwaffen, Schilde und so weiter. Enchantments Low to High machen wir mal so. Oder ne, High to Low ist besser. Oh, wir haben hier ein paar. Sesshafternte, Gauns Anteil, Flüster des Jenwalds. Wo habe ich die denn her? Also ein Flüster des Jenwalds, das habe ich in Khed Nuha gefunden. Aber die anderen beiden weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich die her habe. Guter großer Schild, guter Stilett, gutes Schwert, Rapier und so weiter. Du trägst ja eine gute Arbalest, genau. Du Bogen. Ja. Und du trägst sowieso die Schutzmauer. Ach so, die haben die Hintergrundfarben geändert, dass bessere Sachen jetzt gelb markiert sind und nicht alles blau, wenn es verbessert wurde. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Okay. Mal kurz gucken, ob ich hier noch was Besonderes habe. Schwacher Umhang des Schutzes zum Beispiel. Sie trägt wahrscheinlich nämlich noch gar nichts in der Richtung. Nein. Genau. Okay. Was sie noch verbessert haben, was ich kurz zeigen will. Erstmal haben sie einen eigenen Tab für Schwierigkeitsgrad in den Optionen eingemacht. Und man sieht hier schon, dass die Lokalisierung etwas gelitten hat. Weil der Knopf für den Expertenmodus, das sieht ein bisschen komisch aus. Also damit kann ich den Expertenmodus deaktivieren und diese ganzen Sachen hier einschalten, die jetzt etwas übersichtlicher gehalten wurden. Und man sieht hier, das hier ist sogar noch Englisch, das wurde gar nicht versucht ins Deutsche zu übersetzen. Das ist der Choose Companion Starting Level. Und zwar, wenn ich normalerweise neue Companions kriege, also die ganzen Jungs hier unten, hey, dann haben die ihr volles Level gehabt. Also das ist, glaube ich, mein eigenes Level ungefähr gewesen. Also ich sehe jetzt niemanden hier, der Level unter oder über mir ist. Nur unterschiedliche Erfahrungspunkte halt ein bisschen. Und zwar werden die mit der Option auf Stufe 1 zurückgesetzt. Also sie verlieren nicht ihre Erfahrungspunkte, sondern sie sind Stufe 1 und ich könnte sie theoretisch selbstständig hochleveln und so einstellen, wie ich sie gerne hätte. Also so hätte ich zum Beispiel Edda das Raufbold wegnehmen können. Wobei ich da finde, dass das
nicht ganz so toll ist. Also ich mag lieber die Jungs, die meine Gruppenmitglieder so, wie sie gehören und möchte sie nicht irgendwie verändern. Ich möchte halt einfach damit leben, wie sie sind und mit ihnen so klarkommen. Also was ihre Fähigkeiten angeht, ihre Persönlichkeit ist ja sowieso immer noch frei. Deswegen habe ich auch lieber die NPC-Gruppenmitglieder als selbst erstellte. Das ist ja auch möglich gewesen. So, aber jetzt zurück zum Spiel. Wir wollen mal weitermachen hier. Alright then. Erstmal die Kiste hier plündern mit Edda alleine. Was zu essen einsammeln. Und dann wollten wir, auf jeden Fall wollten wir hier oben rein. Diese Schilde wurden in lange vergangenen Schlachten ramponiert und verkratzt. Ja, sehr schön. Und zwar wollten wir hier unten, glaube ich, ein Haus suchen. Genau. Wir haben nämlich ja noch eine kleine Nebenqueste. Wir sollen dem Ex von einer Frau, die wir in der Taverne kennengelernt haben, seinen Ring zurückbringen. Den Ehering. Oh, ein Enterhaken. Können wir gut gebrauchen manchmal. Weil angeblich sollen sich solche Gegenstände wie Enterhaken und Brecheisen auch aufbrauchen in bestimmten Situationen. Deswegen habe ich lieber etwas Reserve dabei, wenn ich finde. Oh, das hier sieht aus wie eine Drogenhöhle. Was sagt das dir? Aus verschiedenen Zellbetten und Kisten wurden ein paar primitive Deckbetten improvisiert. Der Stoff wird von einer herabtropfenden dunklen Flüssigkeit beschmutzt. Okay, wir haben hier definitiv eine Drogenhöhle. Hier sind nämlich alle irgendwie süchtig. Mach es dir hier unten ruhig gemütlich, aber das obere Stockwerk ist tabu. Super, Söldner, überall sind Söldner. Und das muss der Mann sein, den wir suchen. Söldner, die Wache hält deine Hand hoch, als du dich näherst. Du kannst gleich wieder umdrehen. Unten kannst du tun, was du willst, aber nach oben darf niemand. Warum nicht? Er blickt blöde drein. Weil du durch ein paar neue Löcher in deinem Hals atmest, wenn du es versuchst. Deswegen, kümmere dich einfach um deine Angelegenheiten. Wenn du erst einmal auf Zwef bist, ist dir doch sowieso egal, wo du bist. Gut, dann gehe ich erstmal wieder. Mit den Söldnern hier eine Keilerei anfangen. Oh, übrigens, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, gerade als ich das hier gezeigt habe mit dem Lokalisierungsfehler und so, war ich mal am Überlegen, ob ich einfach die Sprache umstelle auf Englisch. Kann ich mal kurz machen, wird die dann gespeichert? Ja. So, es ist alles Englisch. Ja, natürlich wurde der Text jetzt nicht auf Englisch umgestellt, aber alles andere müsste jetzt Englisch sein, oder? Jupp. Dann will ich mal jetzt kurz herausfinden. Fein Polex. Ja, hier wurde jetzt wirklich alles richtig übersetzt, oder? Dagger, Sword, Hunting Bow, genau. Also die englische Lokalisierung ist einwandfrei. Ich habe mir überlegt, es auf Englisch zu stellen für den Rest des Spiels, aber ich habe es dann doch aus ein paar Gründen gelassen. Erstens, weil wir schon in Deutsch angefangen haben und ich nicht mitten im Spiel umstellen wollte. Das ist natürlich wieder alles falsch. Hier Intellekt plus 2 statt einem Hunting Bow. Hier Entschlossenheit plus 2 statt der Pistole. Und so weiter. Guter Jagdbogen. Sie hat schon einen guten Jagdbogen, oder? Ja. Also ja, ich lasse das lieber auf Deutsch. Erstmal aus diesem einen Grund. Der zweite Grund war, ja, ich müsste alle Texte ins Deutsche übersetzen, während wir uns hier unterhalten. Und ich wundere mich gerade, dass Kanna einen dritten Waffenslot hat. Müsste ich die ganzen Texte auf Deutsch übersetzen für diejenigen, die nicht so gut Englisch können. Und das fände ich dann doch ein bisschen, naja, problematisch nicht. Aber zum einen sind
manche Texte ziemlich lang, da dauert das Übersetzen dann doch eine Weile. Und zum anderen kann es sein, dass ich mal was falsch übersetze und dann den ist aus dem Zusammenhang reiße. Gut, die deutsche Lokalisierung ist auch nicht gerade die beste. Kann man auch irgendwo nachvollziehen, dass Obsidian zuerst im Augenblick versucht, Bugs zu beheben und die richtigen Features noch nachzufügen, die es gibt, sage ich nichts dagegen. Aber ja, ich denke, mit der deutschen Lokalisierung lebe ich im Augenblick besser, auch weil ich das Spiel auf Deutsch angefangen habe. Und so muss ich nicht alles krampfhaft übersetzen, vor allem wenn es teilweise viel Text ist. Deswegen bleiben wir bei der deutschen Lokalisierung. Aber vielleicht, wenn ich noch mal einen zweiten Playthrough mache und den aufnehme, was ich vielleicht sogar vorhab, dann werde ich vielleicht auf Englisch umswitchen, wenn bis dahin die deutsche Lokalisierung nicht gescheit verändert wurde. Fenris, nicht an der Wand festspacken. So. Ich speichere hier zur Sicherheit, nicht, dass die jetzt gleich die ganzen Seiten auf mich losgehen. Good day to you. Der Mann von dir grinst und recht unangenehm. Ah, sieh an, ein neues Ge. Ja, genau, das meinte ich, ein neues Gesicht. Willkommen auch, ich bin Purnisk und das, er deutet auf den Raum um dich herum, ist mein bescheidenes Heim und mein Geschäft. Das sieht jetzt wirklich hier doof aus. Ah, jetzt sieht's besser aus. Und ich hoffe, du bist hier, um Geschäfte zu machen. Er blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Ziemlich viele Wachen für einen Mann. Du scheinst sehr beliebt zu sein. Was für ein Geschäft ist das denn ganz genau? Wenn du das fragen musst, Ponys grinst, damit eins klar ist, wenn du zu den Wachen läufst, wirst du es bereuen, hier einen Fuß in dieses Haus gesetzt zu haben. Ich würde sogar sagen, du würdest jede noch so kleine Entscheidung in deinem Leben bereuen, die dazu geführt hat, dass du jetzt vor mir stehst. Er ist sehr freundlich. Eine unlesbare Emotion huscht über sein Gesicht. Aber wenn du klug bleibst, dann können wir beide sehr gute Freunde werden. Du kannst meine früheren Kunden fragen. Sie werden für die Qualität meiner Ware bürgen. Er grinst. Ich mache es einfach. Wenn du Geld hast, habe ich Zwef. Du darfst gerne das Haus verwenden, solange du nichts Dummes tust und dich nicht mit den anderen Kunden anlegst. Also, Boris klatscht in die Hände. Was darf ich dir bringen? Ihm Caneras Ring geben. Canera hat mich gebeten, dir das zu geben. Ponys ließ den Ring und dreht ihn herum, um ihn zu betrachten. Hübsch, was soll ich damit? Du erkennst den Ehering nicht, den du Canera geschenkt hast? Ponys lacht. Oh ja, jetzt erkenne ich ihn. Das soll wohl eine deutliche Botschaft sein, ja? Ich bin froh, dass ich sie los bin. Das Geld hätte ich mir sparen sollen. Nun, war das alles? Einer Frau den Ring seiner Großmutter zu schenken, sowas vergisst man doch nicht. Vielleicht ist sie es nicht wert, dass man sich an sie erinnert. Ponys pustet kurz. Wenn du schon so nett Schoßhündchen für sie spielst, dann geh doch wieder zu ihr und sag ihr, dass sie nie wiederkommen herkommen soll. Du schienst ihr wirklich etwas zu bedeuten. Warum tust du das? Es gibt jede Menge Sterne im Himmel. Sag ihr, sie soll im salzigen Mast arbeiten, wenn sie einsam ist. Ponys zuckt mit den Schultern. Das mit uns ist vorbei. Wie kannst du es wagen, deine eigene Verlobte zu schlagen? Wie kannst du mit dir selber leben? Sie hat es nicht anders gewollt, knurrt Ponys. Ein bisschen wie du gerade. Vielleicht solltest du aufhören, deine Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken. Ich muss mich wieder um mein Geschäft kümmern. Er zeigt mit den Fingern. Da ist die Tür. Hier stimmt etwas nicht und ich werde nicht gehen, bis ich herausgefunden habe, was ist, ist. Ponys kneift die Augen zusammen. Tja, dann wirst du wohl nie wieder gehen. Ich war es sowieso leid, dieses Gesicht zu tragen. Er hebt seine Stimme wachend zu mir. Ist er eine Art Doppelgänger? Ein Magier, oh Gott. Wir haben zwei Wachen hinter mir, das ist nicht so gut. Leiden unterdrücken. Unterdrückt abträgliche Zustände durch schiere Willenskräfte, wodurch feindliche Statuseffekte
Bei vorüber. Ah ja, okay, das ist nicht so schlecht, aber. Wir sollten uns erst um die Wachen hier kümmern und ich hätte mich vielleicht anders positionieren sollen.